Jo, hallo, Manic Youth am Apparat. Es geht uns, Wie immer. wie geht's, ist eine interessante Frage. Da muss man für gewöhnlich immer ein bisschen länger nachdenken. Und was Es wird. geht uns wie immer besser. Es geht uns Es eh geht uns immer besser. besser. Es geht uns besser. Immer besser. Es geht uns ein bisschen besser. Aber nur ein bisschen. Ja. Und wir sind gerade dabei, unsere zweite Platte zu mischen oder mischen zu lassen. Und die kommt im September raus und es erfreut uns auch ein Stückchen. Das machen wir gerade, oder nicht? War 2020 für euch als Band? So wie jedes Jahr. 2020 war für uns als Band wie jedes Jahr. Es ist jedes Jahr das Gleiche, nur dass 2020 ein Jahr war, das dann doch ein bisschen für Überraschungen sorgte. Ja, da gab es ja noch was, gell? Ja. 2020. Da gab es noch was. Da gab es irgendwas. In der Schweinegrippe oder so. Vogelgrippe, Schweinegrippe. Ja, hat uns schwer getroffen. Aber wir haben trotzdem ein Album aufgenommen und neue Songs recorded. Und so war das Jahr 2020 für uns. Musik machen war nicht für alle einfach letztes Jahr, trotz mehr Zeit. Wie war das bei euch? Es war nie einfach für uns. So Musik wie, machen so war nix, nie einfach so für nix uns. In diesem Leben einfach ist für uns. Was war die Frage? Genau. Musik machen war nie einfach. War nie einfach richtig. Die Antwort ist richtig. Wie war das bei euch letztes Jahr, trotz mehr Zeit? Wir hatten gar nicht mehr Zeit. Wir hatten gleich viel Zeit wie jedes Jahr. Wir hatten gleich viel Zeit wie jedes Jahr, genau. Wir kennen nur eine gewisse Anzahl an Zeit. Investieren in das, was in uns und das genau die Zeit haben wir investiert. Ich glaub, eine Sekunde länger. Ich glaube, wir haben beim Musikmachen im letzten Jahr mehr Angst gehabt als sonst. Das war vielleicht das Besondere diesmal. Ja, wir haben besondere Angst gehabt. Neue Ängste waren spürbar. Und das hat sich auf uns alle übertragen. So, wir haben unsere Ängste immer viral weitergegeben. Wir waren im Studio, haben das zweite Album aufgenommen und wir es war gleich eigentlich wie letztes Jahr. Gleich wie jedes Jahr, aber wir haben immer eine Bedrohung gespürt von draußen. Ja. Und von innen haben uns auch. abgekapselt. Und von innen. Von innen und von außen abgekapselt. Unendliche Bedrohungen durchgehend. Genau. Unendliche. Die Bedrohung hat uns fast eingenommen. Ja. Infinite Panic. Yeah.
man sollte auf jeden Fall wissen, wann wir das nächste Mal spielen. Das würden wir auch gerne wissen. Man sollte auf jeden Fall wissen, dass wir alles, was wir machen, eher gut als schlecht meinen. Und alles, was wir machen, machen wir eher gut als schlecht. Und wir haben sehr viele Fehler. Genau, das machen wir auch sehr gut. Das muss man aber nicht wissen unbedingt. Das hört man. Oder in der Fantasie geht alles. Dass wir viel Fantasie haben. Oder gar keine. Ja. Man sollte gar keine haben. Nicht. Weil dann am besten schon mit einer gewissen fantasielosen Stimmung. Fantasie ist super. Fantasie und Liebe. Fantaliebe. Fantaliebe. Fantalie. Fantakorn. Fako. Ja. Korn. Das sollten wir über uns wissen. Wir trinken alle gern Fantakorn, auch genannt Fako. Das sollte man oder könnte man über uns wissen. Sollte man. Stimmt. Aber nur an geraden Wochen. Ja, aber Alkohol ist schlecht. Drogen sind schlecht. Hört ihr, was für Musik hört ihr gerade? Was für Musik? Eros Ramazzotti. Aerosmith. Guns N' Roses. Cool. Savage. Der beste Snack? Also alles, was vergoren und fermentiert ist. Entschuldigung, das ist ein super Wortspiel. Kimchi und Gin Tonic. Entschuldigung. So wie Columbo einst fragte, entschuldigen Sie bitte. Das habe ich nicht ganz verstanden. Wir ernähren uns gerne von Kimchi und Gin Tonic, auch genannt Kim Gin Tonic. Ein Ratschlag über irgendwas, das das Leben einfacher macht für unsere Hörerinnen und Hörer. Kimchi und Gin Tonic. Kimchi und Gin Tonic, ja. Und diese eine Nummer von Eros Ramazzotti. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, aber ich habe es mal tatsächlich vor ein paar Tagen intensivst angehört und ich habe da noch wirklich lächeln müssen. Es ist auf jeden Fall, wenn man Eros Ramazzotti eingibt auf Spotify, gleich die erste Nummer, die kommt. Die kann den Moment schon einfacher machen für manche. Ein Ratschlag. Das war mein Ratschlag. Ja, wenn mir zugehört, aber... Hast du irgendeinen random Live? Ja, Ratschlag, wenn beim Fermentieren, wenn es noch gut riecht, dann kann man es noch essen. Ja, mein Ratschlag ist, wenn man die Fenster putzt, sollte man das nicht machen, wenn die Sonne scheint. Weil dann hat man so Schmierer. Bettwanzen. Hat man Schmierer von dem, so Spuren von dem Fensterputzmittel, weil es zu schnell trocknet, wenn die Sonne drauf scheint. Hm. Ja. Das kann das Leben schon ein bisschen schöner machen, oder? Ja, wenn man ein Mensch ist, der seine Fenster putzt. Wenn man ein klarer Mensch ist. Ja. Klare Suppe und. Klare Fenster. Klare Fenster. Klare Suppe am nächsten Tag. Alles klar. Ciao. Servus. Und bei der bleiben wir jetzt. Sie stammen aus Kärnten und werden trotz ihres jungen Alters oft als 90s Shoegaze Band bezeichnet und mit Bands wie Dinosaur Jr. in Verbindung gebracht oder auch My Bloody Valentine, wie man an diesem Auszug hier hören kann. Das sind Manic Youth, mittlerweile in Wien ansässig. Live kann man sie sich diesen Freitag beim Popfest Wien in der Arena anschauen. Und heute Abend sind sie zum Interview zu Gast im House of Pain ab 22 Uhr. Und das sind sie auch, Manic Youth, mit ihrer neuen Single Queen Girl. Die Musik von Manic Youth begrüßt uns hier in der Basement Show im House of Pain heute mit Christoph Seppin am Mikrofon, gemeinsam mit der gerade eben gehörten Gruppe Manic Youth. Hallo und herzlich willkommen Manic Youth, ich freue mich unglaublich. Yo! Hallo Seppin. Hallo. Wollt ihr euch selber vorstellen oder soll ich euch vorstellen? Uns persönlich, Am liebsten wäre es mir, wenn ihr euch mal vorstellen würdet und ihr sagt, wer ihr seid, also euren Namen, was ihr in der Band macht und was eure Lieblingsspeise ist, eure persönliche.
Wir sind Manic Youth aus Wien. Ich spiele Schlagzeug. Meine Lieblingsspeise ist aufgewärmtes Gulasch. Manche sagen, ich heiße Moritz. Da mache ich gleich weiter. Ich bin der Sui. Ich spiele Gitarre, singe ein bisschen. Ah, meine Lieblingsspeise, da kann ich Bücher darüber schreiben. Ja. Aber so aktuell Gourmet, so, würde ich mal sagen, Ramen, Pho in diese Richtung. Na, hallo, ich bin der Max. Ich spiele Bassgitarre. Und meine Lieblingsspeise ist Tiramisu. Ja, ich bin der Leon, spiele seit diesem Jahr erst bei Manic Youth Gitarre und bin für die verzerrten Gitarren zuständig, für die sehr verzerrten Gitarren. Meine Lieblingsspeise wird sein Palatschinken, aber ausschließlich mit Marillenmarmelade. Bodenständig. Ihr habt nicht nur neue Musik veröffentlicht, ihr spielt auch an einem der bestkuratiertesten Popfests, die, glaube ich, jemals stattgefunden haben bzw. stattfinden werden. Ihr spielt am Freitag in der fucking Arena Wien, was wunderschön ist, am Popfest Wien. Da gibt es so einen Programmtext dazu und in dem steht da drin, irgendwas sagt dem Programmschreiber, dass Manic Youth nicht beleidigt wären, wenn man ihren derzeitigen Sound als eine Kreuzung zwischen den frühen ungestümen Ride und Dinosaur Junior charakterisierte. Das steht da in diesem Beschreibungstext zu euch zum Popfest Wien. Seid ihr wirklich nicht beleidigt? Also ich kann jetzt für mich alleine sprechen, ich fühle mich da schon sehr geehrt. Ich hätte es besser nicht sagen können. Genau, ich finde es hat's getroffen, ja. Ride, eine Band, die kennt man, wenn man solche Wörter wie Shoegazing mag. Dinosaur Junior ist so eine Band, da würde man vielleicht Garage Rock oder sowas dazu sagen. Mhm. Sind das so Sachen, wo ihr euch da drin sehen würdet, dass ihr das so hin und her pendelt drin? Also ich glaube, wir können uns ja gar nicht wirklich als Shoegaze-Band bezeichnen. Oder wir hätten für so viel Gitarren-Pedals haben wir ja gar nicht das Geld dafür. Und dann Platz nicht. Aber wir sind natürlich damit aufgewachsen. Und wir haben das eigentlich die ganze Zeit gehört und wir hören das immer noch alles sehr. Deswegen ehrt uns das sehr, wenn wir mit solchen Namen in Verbindung gebracht werden. Ob es jetzt stimmt oder nicht, das müssen andere entscheiden. Aber wir finden alle Bands sehr, sehr hörenswert. Und ja, wir hören das immer noch täglich zum Überleben. We'll be right back.
Ein wundervolles Lied, ein Lieblingslied, wenn ich das sagen darf, die Gruppe Manic Youth mit dem Lied Lucid. Ihr spielt am Freitag am Popfest. Was können Leute da erwarten? Ja, unser... Uns? Unsere Körper, wie sie versuchen, unsere Musik zu spielen. Wir spielen nur neue Songs. Ja genau, wir spielen keine Songs von unserem ersten Album, wir spielen nur neue Songs, die genau, teilweise auch noch nicht draußen sind. Genau, eigentlich zur Gänze unveröffentlichtes, weil wir uns gerade vorhin dazu entschlossen haben. Wir haben ein bisschen neuen Merch, wir freuen uns schon sehr, wir werden selbst auch vor Ort sein. Außerdem spielen noch Punch and Stench und Fuckhead, das ist ja der absolute Wahnsinn. An dem Tag. Ja, an dem Tag nämlich. Also ich würde auch so hingehen. Ich lade alle herzlichst ein. Popfest heißt das Fest, bei dem ihr spielt. Let's talk a little bit about Pop-Musik. Was ist denn, wie definiert ihr für euch den Begriff Pop? Also was ist für euch Pop-Musik? Wo beginnt das und wo endet das? Da gibt es kein Ende und kein... Es ist eigentlich eh fast alles, außer Brahms vielleicht Popmusik. Ja, Pop berührt sofort, glaube ich. Der reißt sofort mit. Naja, aber im Hintern. Also, es gibt Leute, denen berührt Black Metal, dann ist es für die Pop, ja. Das heißt, Genre-Einteilungen und Definitionen sind euch eigentlich relativ wurscht? Also ihr geht dann nach Gefühligkeiten? Ja, das ist immer so schwierig. Da sind wir halt wieder bei diesem Shoegaze-Thema. Ja. Oder Indie. Also wir haben uns nie als Shoegaze-Band bezeichnet, aber... Ja, wir nehmen das jetzt auch nicht so ernst. Wir wollen halt selbst irgendwie Spaß machen, gute Musik machen, gute Songs schreiben, schönes Vinyl rausbringen und im besten Falle dann nach dem Konzert mit allen... die mit uns was machen wollen, dann auch noch weiterziehen. Aber seid ihr eine Popband dann? Selbstverständlich. Wir spielen doch am Popfest. Ja, genau. Das muss wohl so sein. Es geht gar nicht anders. Punch and Stench ist dann auch eine Popband. Klar. Klar, ja. Aber die erreichen ja wahnsinnig viel Leute. Viel mehr als wir, zu Recht. Hyperpop, ja. Naja, die gibt's halt schon länger. Wenn es euch so lange gibt, dann werdet ihr auch mindestens so viele Leute erreichen. Ja, Manic Youth liebt die Nische, glaube ich. Aber würden wir jetzt... aus dieser Nische ausbrechen, würden wir den Weg wahrscheinlich auch gehen. Ja. Habt ihr noch irgendwas, das ihr unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollt am Weg? Fahrt vorsichtig. Passt auf euch auf. Schaut aufeinander vor allem. Ja. So, weil sonst macht es eh niemand. Nehmt uns das nicht allzu bes und schaut vorbei, wir freuen uns. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen, Manic Youth. Danke. Danke vielmals, FM4. Hat mich sehr gefreut, wirklich. Manic Youth heißt diese Gruppe und wie es die Sendungsauswahl für ihre Songs da schon ein bisschen verraten hat, das darf ruhig auch schon mal die härtere Gitarre sein. Aber ich habe Manic Youth einfach mal selbst gefragt, wo sie sich so auf der Härteskala musikmäßig selbst einordnen würden, wie sie ihre Musik beschreiben würden. Also im Prinzip ist es halt verzerrte Gitarrenmusik. Wir beschreiben uns einfach als Rockband, glaube ich, Indie-Rock. Wir sind einfach so richtige Rocker. Ja, so wir haben zwar nicht diese Rocker-Kutten, gell, so, und die Motorbikes, aber wir sind schon eher so die Rocker. So richtige Rocker. Sehr solide Fahrräder. Ein solides Radl braucht man eben. Manic Youth, die haben gerade ihr neues Album Funland rausgebracht. Das sind 12 Lieder zwischen Gitarrenwand und existenziellen Gedanken. Ein bisschen Coming of Age und natürlich dazwischen immer... die gute, verlorene Liebe. Durchaus ein Album für die dunkleren Tage. Eher vielleicht zum Einrollen am Sofa als zum Ausgehen. Und das hat mir auch die Band bestätigt. Also das neue Album Funland ist definitiv nicht Disco geeignet. Aber es ist sehr glamourös im Geiste. Glamourös im Geiste. Sehr gut. Das ist auch der besagte Albumtitel von Manic Youth. Der heißt eben Funland. Also das neue Album Funland war für uns ein bisschen der Versuch, so diese tragische Wucht mit einer irdischen Existenz zu umschreiben. Und schlussendlich haben wir uns auch dabei gedacht, wenn wir jetzt das Funland offiziell ausrufen, bringt es uns dazu, morgens aufzustehen und abends weltverliebt durch die Gassen des Lockdowns zu fliegen in der Fantasie. Ich glaube, die haben sich sehr gut auf meine Fragen vorbereitet. Oder sie sind rhetorisch einfach wirklich halt so gut aus dem Stand. Wo sie noch sehr gut sind, ist in ihrer musikalischen Ecke irgendwo zwischen Dreampop und Postpunk. Und wir hören genau da jetzt hinein ins brandneue Album von Manic Youth. Das ist Crystal Mass. It is the 1st of December, people. And at the beginning of a new month, we always put a spotlight on an Austrian band. This time around, it's this band from Vienna.
Hallo, wir sind Manic Youth und wir sind der FM4 Soundpack Act des Monats Dezember. Klingt wirklich sehr, sehr schön. Manic Youth, unser FM4 Soundpark Act des Monats Dezember. Wer steckt denn dahinter? Das sind Dong Soo Soo an der Gitarre und den man so schön singen hört. Moritz Rauter spielt Schlagzeug und singt und Max Zamanik spielt Bass und singt. Also alle drei singen auch. Ihr erstes Album haben sie schon bereits veröffentlicht und da war auch schon, wie man es auch jetzt gerade hört, die Liebe zu Shoegaze-Musik herauszuhören. I immediately think of My Bloody Valentine, actually. Yeah. When I listen to their songs. But there's also the sound of bands like Dinosaur Jr. and Naked Lunch in there as well. Ja, Naked Lunch aus Österreich. Vor allem letztere haben die Band sehr beeinflusst. Manic Youth, die stammen eigentlich aus Klagenfurt. Max Zamanik, da klingelt es vielleicht bei manchen. Den Namen hat man irgendwie schon gehört. Ist der Sohn von Naked Lunch-Bassisten Herwig Zamanik. Und insofern ist er wahrscheinlich gesäugt worden mit in die Rockmusik. Yeah, last week Manic Youth released their second album, Funland, it was called, and they released it as a four-piece, yeah, because guitar player Leon Trushner joined the band. Welcome, Leon. The theme that goes through the songs is mostly one of loss, embracing it and letting go, as Moritz explains. Da geht es ja auch ein bisschen um die Selbstliebe. Also wenn man sich von jemandem verabschiedet und das jahrelang verdrängt, oder diesen Zustand oder diese Emotionen verdrängt, dann kann das ja irgendwann mal nach Jahren wieder rauf explodieren. Und wenn man diesen Zustand der Trauer aber wirklich annimmt und umarmt, so schwierig das er ist, wird man schlussendlich irgendwann einmal wieder zu sich selbst finden und mit sich selbst ins Reine kommen und somit sich selbst auch vielleicht wieder irgendwann mal lieben. Also sind auch solche Songs des Verlusts insofern eigentlich Liebeslieder für uns. Das klingt sehr schön. Den Verlust einfach auch mal umarmen. 12 Songs hören wir jetzt, oder gibt es schon von Manic Youth auf der neuen Platte. Die sind mal wütend, mal laut, mal leiser, in sich gekehrt, sehr hoffnungsvoll, vor allem sehr reflektiert. Andreas Gstettner-Brugger aus der FM4 Musikredaktion hat Manic Youth gefragt, wie es denn so steht um die Selbstliebe, das Thema Selbstliebe in den Songs, Annehmen des Verlusts und was sonst noch so zu wissen gibt. Ja, ich hätte gesagt, Sorry for a Lifetime wäre so ein harter Song eigentlich, wo es definitiv ums Verrecken geht. Inwiefern meinst du jetzt emotional? Ja, natürlich. Ich bin absolut fürs Leben. Wie darf ich man das jetzt zuerst verstehen? Verrecken, um leben zu können, oder? Falco sagte doch mal, muss ich denn sterben, um zu leben? Ja, und recht hat er gehabt. Als diese Single oder als diese Platte rauskam, ist er ja noch durch seinen Tod ja dann erst richtig berühmt worden. Also ist Sorry for a Lifetime so euer Out of the Dark? Du sagst es, lieber Andreas. Du hast das absolut richtig erkannt. Super recherchiert. Und die musikalischen Referenzen, die hören wir uns jetzt auch gleich an in dem Song. Oder? Yeah. Aber wie Falco auch sagt, Out of the Dark, Into the Light, oder? Yeah. Oh, well, I doubt there's any Falco though in any of their songs. Well, you never know. Have a listen. You never know. Yes, let's have a listen. Manic Youth with Sorry for a Lifetime, taken from their new record, Funland. And by the way, you can find out more about the band by going to the FM4 homepage. Ja, und bei uns jetzt im Studio zu Gast Milo Bauer, der Roadtripper aus der Wiener Arena, ist wieder mal da. Hallo Milo. Hallo, servus. Ja, wir starten gleich mitten in die Musik rein, die bei dir immer sehr divers ist und sehr viele Genres umfasst, aber irgendwie gibt es ein bisschen Dunkelheit, es gibt ein bisschen Härte. Jetzt wird es am Anfang aber eher ätherisch, oder so. Ja, es gibt ein neues Album der Wiener Band Manic Youth, letzte Woche erschienen. Funland ist das Album. Und ja, es ist ätherisch, trifft es ganz gut. Es ist sehr My Bloody Valentine-esque, also sehr shoegazig, sehr viel gelehrte Gitarren, viel Pop-Hooks. Aber da schleichen sich dann auch Black-Metal-mäßige Blast-Beats ein, was dann irgendwie so an französischen Ambient-Black-Metal à la Alcest erinnert. Und ja, also alles in allem könnte man das Album als ein Dream-Pop-Album bezeichnen, was mir sehr entgegenkommt, aber es ist auch richtig heavy. Gut, dann würde ich sagen, hören wir gleich zwei Nummern, oder? Genau, wir hören jetzt Sorry for a Lifetime und den Opener Telephobia. Ein Mönchschor noch am Schluss. Sehr schöne Musik von Manic Youth aus Wien.
Genau. Ja, das Album ist wie gesagt erschienen, kürzlich Funland und überall erhältlich und streambar. Der FM4 Soundpark Act des Monats. Ja, und es geht um die guten Gitarren jetzt hier im Dezember. Manic Youth ist unsere Band des Monats. Das sind vier junge Wahlwiener, alle in Klagenfurt auf und dem gemütlichen Ort dann irgendwann entwachsen. Sie zelebrieren, so sagt mein Kollege Andreas Gstettner-Brugger, Shoegaze-Pop, Noise-Rock und die Verletzlichkeit des Lebens. Ist ja schön. Er hat sich mit einem Teil der Band über ihr neues, das zweite Album Funland, unterhalten. Zu Gast hier im FM4 Soundpark Moritz und Dong-Su von Manic Youth. Hallo ihr beiden. Servus, hallo. Hallo, Andi. Ihr habt euer zweites Album Funland jetzt herausgebracht. Irgendwie ein krasser Albumtitel für eine Zeit, oder? Eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was wir jetzt gerade erleben. Inwiefern steht das Funland repräsentativ für eure neuen Songs? Oder vielleicht genau das Richtige. Oder vielleicht genau das, was wir gerade brauchen? Genau, ja. Das wäre eh schön. Aber im Prinzip gab es die Idee des Funlands tatsächlich schon vor dieser als anderen, als lustigeren Zeit, die wir gerade durchleben. Und das Funland war für uns immer schon ein bisschen so ein Zufluchtsort in die eigene Fantasie oder in die Fantasie von jemand anderen. Ob das jetzt irgendwie was Beruhigendes hat oder was Befreites. In der Fantasie ist alles möglich. Ist das so, dass die Musik euch diesen Zufluchtsort bietet, wenn ihr dann selber Musik macht? Ist das dann so dieses komplett Wegsein von allem anderen? Würde ich schon sagen, ja. Also Musik ist schon sehr wichtig. Es geht auch oft um diesen Passed-out-Moment. Andere Menschen flüchten, genauso wie wir. Drogen, Gambling, Zocken. Wir machen das unter anderem auch mit Musik, ja. Wir flüchten uns dann halt in unsere eigene Musik und sind da in unserer Bubble. Und wir sind vor ein paar Jahren drauf gekommen. Wir können ja auch nichts anders. Also das Album ist ja im ersten Lockdown entstanden. Und für uns war der Lockdown da nicht so schlimm. Wir waren die ganze Zeit in der Bubble. Ja. Kann man sich da vorstellen, dann im Proberaum habt dann den Songs gefeilt alle zusammen oder ist das dann wirklich so, jeder sitzt auch zu Hause und macht mal Skizzen? Wir haben es tatsächlich eigentlich zusammen gemacht im ersten Lockdown. Das ist jetzt vielleicht eine langweilige Geschichte, weil wie oft haben wir das jetzt schon gehört, dass irgendwer irgendwas im Lockdown gemacht hat. Aber für uns war es so wie immer. Wir sind zu dritt beziehungsweise zu viert in unserem Proberaum, in unserem Studio gesessen und haben Songs geschrieben. Das Einzige, was dazu kam, war die Paranoia. Die Paranoia, dass irgendjemand das hört, der draußen gerade vorbeigeht, weil das, was wir da gerade veranstalten, ja schwer illegal ist, weil man sich ja zu viert in einem Raum quasi, der eh schallisoliert ist, eigentlich eh nichts auch passieren kann, aber trotzdem diese Paranoia entstand dann dadurch, dass eine Kontrolle kommen könnte. Oder. Findet die sich auf der Platte auch wieder, oder? Definitiv. Wirklich? Die neuen Ängste, die wir spürten, ja. Die neuen Ängste sind auf jeden Fall hörbar in der Platte. Sind sie auch vom Lyrischen her irgendwie drinnen? Absolut, ja. Vielleicht klären wir das nach einem Song, den wir hören. Der nennt sich Crystal Meth. Ein sehr schönes Wortspiel mit der Droge Crystal Meth. Wir hören jetzt mal den Song an. Das ist übrigens eine Anti-Drogen-Kampagne. Das ist der Song Crystal Meth von Manic Youth. Hier geht es ja recht gemütlich zu, dass es allerdings auch sehr anders klingen kann. Wir hören kurz in Lucid hinein, einen Song mit einer schnellen Double Bass, so was ich rausgehört habe, oder? Double Bass ist auf jeden Fall vorhanden. Also mir taugt es, je mehr ich am Schlagzeug zu tun habe, desto besser geht's mir. Das heißt, je schneller ich spiele, je mehr ich blaste und je mehr ich Double Bass irgendwie quasi zum Einsatz bringen kann. Und sofern es auch geduldet wird, sind immer ganz leicht mit den anderen. Ich will eigentlich nur Metal spielen, wenn es nach mir geht. Aber das muss dann wieder auf ein bisschen poppige Ebene runter reduziert werden. Aber beim Song Lucid hat es super funktioniert eigentlich, dass man gewisse Pop-Geschichten mit ein bisschen Grindcore mischen kann. Wir hören mal rein, wie das jetzt klingt. Yeah. Das ist Lucid aus dem neuen Album Funland von A Manic Youth. Na, vielleicht zu den Themen, also abgesehen von der Paranoia, die man so aufgezogen hat während des Lockdowns. Was sind so die Themen, die sich so ein bisschen durchziehen durchs Album? Der ständige Verlust und das Klarkommen mit diesem ständigen Verlust. Ob das jetzt der Verlust von gewissen Gewohnheiten ist, die plötzlich nicht mehr möglich sind, oder der Verlust von Menschen, das Beenden von Beziehungen. Auch das Umarmen vom Verlust, das Klarkommen mit Verlust, das Zelebrieren vom Verlust. Eine musikalische Umarmung ist Queen Girl, so im Gegensatz zu Lucid, da hören wir auch kurz rein. And I don't care what's going on.
Das ist das Queen Girl, steht so ein bisschen im Gegensatz zu Lucy, zumindest musikalisch. Wir haben noch gar nicht über eure musikalischen Einflüsse geredet, weil die ja eigentlich eh herauszuhören sind, oder? My Bloody Valentine ist natürlich eine der großen Referenzen, die ich sofort raushöre am Album, aber auch so ein bisschen Dinosaur Junior oder Smashing Pumpkins, die frühen, diese Art der Musik zu machen in den 90ern, wo auch der Gesang so einfach so sein darf, wie er ist, ohne dass er perfekt sein muss. Im Gegensatz zu dem, was wir gewohnt sind. War das euch auch so ein wichtiges, diesen Gegenpol? Es gab tatsächlich oft Streitereien im Studio, ob man was noch besser spielen sollte oder besser klingen lassen sollte. Gab es natürlich en masse, aber irgendwann ist auch der Punkt erreicht, wo man sagt, hey, bitte lass es so. Lass diesen Fehler, der da jetzt irgendwie drin ist, in dieser Strophe, in dieser Melodieabfolge, lass diesen Fehler halt drinnen sein, weil der klingt irgendwie charmant und das macht es irgendwie ehrlich, diese ganze Sache. Genau, und uns ist auch sehr wichtig, diese Wechselwirkung von harten Instrumenten und weichem Gesang. Wir haben noch nicht über Melancholie gesprochen. Irgendwie sind die Songs ja auch, wenn wir vorher über Umarmungen geredet haben und nicht mehr wütend sein, doch sehr, sehr melancholisch auch irgendwie. Ja, genau. Wir sind ja alte Emos. Es geht ja nicht anders, so wie der Dong so ganz richtig gesagt hat, wir sind ehrlich. Und wir können nur ehrlich sein, wenn wir unsere Fehler auch irgendwie ansprechen oder zeigen. Das macht uns dann oft sehr melancholisch, natürlich. Auf jeden Fall, das Album Funland ist wunderschön geworden. Wir hören jetzt noch den Titeltrack und ich danke euch, dass ihr bei mir wart. Danke, lieber Andi. Danke, FM4. I am so afraid of my friends. Hey Friends, wir sind Manic Youth und wir sind der FM4 Soundpark Act des Monats Dezember. Manic Youth. Unsere Musik hört ihr am besten beim Pastaessen in der Badewanne. Unsere musikalischen Vorbilder fangen irgendwo bei My Bloody Valentine und Dinosaur Junior an und hören dann irgendwo bei Oasis und dem Wu-Tang Clan wieder auf. Mehr von Manic Youth auf FM4 und fm4orf.at/soundpark. And every month we put a spotlight on one Austrian band that is maybe not so well known yet, but definitely worth checking out. And this time we have an indie rock band living in Vienna. Der FM4 Soundpark Act des Monats. Namely, with us in the studio now, we have Manic Youth, Max and Moritz. Welcome, thanks for joining us. Hallo. Hello, schönen guten Morgen. Guten Morgen. It's 9 o'clock in the morning and you're already here. You look munter. How was it getting up? I assume that you don't usually get up at that time of the morning as rock stars. It's very, very correct, but not because we're rock stars, but just because we're young. No, don't work as regularly as other people. You don't have jobs. Because you don't have jobs. Yeah, that's... Our job was to get up early this morning. Right, yeah. Exactly. Yes. Well, we did a job well done. You're we here. Did it. It's great to be here. Thanks. Delighted to have you. But do you stay up really late at night making music? I'm not making music necessarily always, but we do... Partying. Tend to stay up late. No parties. No parties. These days. No, of course not. No. Never. Dancing on your own, stuff like that. Yeah, like stuff it. Like that. Okay, well, you have an album, Funland, and we're going to have a little listen in to the title track. Ja, das ist sehr schöne Gitarrenmusik. Was sind denn so eure musikalischen Einflüsse, würdet ihr sagen? Wahrscheinlich Gitarrenmusik, oder auch? Ja. Überwiegend. Wir sind immer schon mit amerikanischen Underground-Gitarrenbands irgendwie aufgewachsen. Ob das jetzt irgendwie aus dem Grunge kommt, aus den 90ern oder aus den späteren 80er-Death-Metal-Geschichten, call it Shoegaze, call it Indie Rock. Es war eigentlich immer die Gitarre so mit dabei im frühen Kindesalter schon und das prägt uns immer noch.
voll. If you had to name one band, one name though, where you say, yeah, that's it, well, who would it be? Tokotronic. Oh, okay. Tatsächlich. Daniel's a big das fan. Das erste, was mir jetzt eingefallen ist. Truly yeah. Not so much. Not einer, so einer von den Großen, ja. What about you, Max? Sparkle Horse. Okay, it's hard when you're put on the spot, right? And you gotta say something. So yeah. Sparkle Horse is awesome as well. First thing that comes to mind. Yeah, the first thing that comes to mind. Oh, so what is your? So the album is called Funland. What is your Funland? What would you call your place of fun? Also das Konzept hinter dem Funland war bei uns immer eigentlich so unser eigener Zufluchtsort, wo alles erlaubt ist, wo es keine Grenzen gibt für nichts und für niemanden. Und das Funland ist für jeden Menschen aufnahmebereit. Also jeder hat dort Zutritt, wenn man sich Gehör verschafft. Und das war irgendwie so unsere Bubble, als diese Platte entstand im Lockdown. So, wir schließen uns jetzt selbst ein, illegalerweise, und produzieren uns jetzt selbst ins Funland hinein. Und so ergab sich das awesome. Quasi. Let's have a listen in then to one of the tracks. This one's called Coming of Age. And we're going to be chatting a bit more to Max and Moritz, alias Manic Youth, our Soundpark Act of the Month, after this. Yeah. Getting a bit of a Eagles guitar vibe there somehow. Do you guys even know the Eagles? Yes. Of course. Just wondering, because you are pretty young. No, that was not very kind of me, because as a guitar band, you got to know all of the legends, I'm sure. Our Sound Park Act of the Month, Manic Youth, Max and Moritz here with us in the studio. Mm-hmm. Now, you started out as a trio. You are a four-piece now. Who was added and how did it change the music? Dazu kommen ist der Leon. Das ist schon ein guter Freund von uns immer gewesen, bevor er schon eingestiegen ist. Mhm. Und wir haben ihn dazugeholt, weil auf den Platten immer auch schon zwei Gitarren waren, mindestens. Und für live haben wir uns gedacht, das macht dann einfach mehr Sinn, wenn man dann live auch eine zweite Gitarre hat, um irgendwie ein bisschen mehr Druck irgendwie zu machen von der Bühne. Have you played many? I mean, it's pretty hard at the moment, I know, but have you played many live gigs? Einen haben wir gespielt, das Popfest. Das Pop-Fest. Genau, mit dem Leon. Yeah. Ja, voll. And it was amazing. And you have Lust auf mehr, I assume. Ja, voll. Also, wir hätten eine Tour geplant, zusammen mit Exitec, vor zwei Wochen, glaube ich. Das wären so fünf, sechs Konzerte gewesen. Das ist aus bekannten Gründen abgesagt worden. Und da wäre der Leon natürlich auch am Start gewesen. Und in diesem Sinne, Bussis gehen raus an den Leon und an den Dongsu. Ja, auch genau. Auch von uns. Unsere Brüder. Yeah, well, we hope that we'll be able to catch you live at some stage next year. Who writes the songs? What's your songwriting process? Eigentlich schreibt der Dongsu den Main-Song oder das Main-Riff und wir produzieren es dann zusammen aus. Ja, wenn ihr so die Range an Liedern auf der Platte anschaut, was würdest du sagen, ist so das bestimmende Thema oder die bestimmenden Themen? Ist Liebe zum Beispiel so ein Ding? Immer, natürlich. Immer? Ja. Wie auf jedem Musikalbum dieser Welt. Man kommt nicht drum herum. Es ist immer wiederkehrend. Es ist oft, natürlich geht es um Verlust, um Ängste, um Liebe, um Trauer. Aber schlussendlich ist uns dann die Hoffnung am wichtigsten, damit wir weitermachen können. Yeah. But we're gonna go away from we're gonna go away from Trauer and Liebe as well, and we're gonna get a bit silly, I think, you know. Enter a bit of funky, groovy, silly music. Wow. And we're gonna play a little game with you. It's called Boxers or Briefs. Now maybe that's a little too personal, so we are going to ask you other things instead. Ich trag beide. Beide. Auf einmal. Okay, I'll ask you instead. Tea or coffee, Moritz? Coffee. Staat oder Landleben? Keins von beiden. Mars? Schwierig. Okay. Bergsteigen und Wandern oder Strandurlaub und Chillen? Bergsteigen. Ja. Langosch oder Kebab? Kebab. Gute Wahl. AC/DC, My Bloody Valentine oder Wu-Tang Clan? Wu-Tang Clan. Ja. Instagram oder TikTok? Instagram. Im Studio an Songs tüfteln oder Konzerte spielen? Konzerte spielen. Ja. Kunstgalerie oder Kino? Beides. Apropos Funland, Achterbahn oder Tagada? Tagada, ganz klar. Fender oder Gibson? Fender. Weihnachtsbaum oder Silvesterrakete?
brennender Weihnachtsbaum. Genau, es war auch eine Kombi. Okay. All right, so now we know more about Max and Moritz, our Sound Park Act of the Month. And I'd say, yeah, we have to leave it there, lads. It was a great meeting you. Thank you for joining us. Thanks for having us. Yeah, sure. We're going to play another of your songs now. Another song from the new record, Funland. This one is called Crystal Mess. What's it about in 15 seconds? It's about love. Okay. So is es. Das ging schnell. All right, guys. Thanks so much for joining us. Cheers. Ciao.